Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Schneemann ganz einfach nachzeichnen könnt und mit Mo 12 ganz einfach etwas Räumlichkeit vortäuschen könnt. Hallo, ich bin Ingo. Heute gibt es ein, zwei Tipps, wie man mit einfachen Formen und geschickten Farbverläufen etwas Räumlichkeit vortäuschen kann. Das ist wieder mit Mo 12 gezeichnet. Mehr findet ihr bis Weihnachten in meinem Online-Adventskalender hier. Auch diese Animation hat wieder genau das Format für Facebook-Profilvideos. Farbverläufe für Kugeln und Zylinder. Und mit einem Knochengerüst kann die Figur ganz einfach bewegt werden. Los geht's! Als Projektgröße habe ich hier 420x420 und 30 Einzelbilder genommen. 7 Sekunden. Wie für das Facebook-Profilvideo vorgesehen, sind 7 x 30, 210 Sekunden. Der Schneemann ist ganz einfach gezeichnet. Im Wesentlichen drei Kugeln, die auch gar nicht ganz kreisrund sind. Man kann durchaus hier einzelne von diesen Anfassern anpacken und das ruhig ein bisschen hinditschen. Dann habe ich bei der Form gesagt Farbverlauf und zwar einen radialen Farbverlauf, der hier von weiß zu so einem Grau geht. Und hier an diesem roten Hilfsanfasser sieht man das. Das ausgefüllte Ende ist das, was ihr zuerst anfassen müsst. Da ist sozusagen der hellste Punkt. Und hier seht ihr dann, könnt ihr die Richtung angeben für die, wo es dann dunkler wird. Und der Trick ist, na, jetzt ist das fast ein bisschen dunkel geworden. Wenn man sich überlegt, von wo das Licht kommt, also hier dann das Mondlicht, also wenn der Mond hier so ungefähr wäre, dann haben wir hier die hellste Stelle und diese Ecke hier der Kugel ist eben dunkler. Und so habe ich das hier bei allen Kugeln gemacht, hier unten leicht abgeschattet und hier so kreisförmig etwas heller. Dadurch sieht das eben aus, als ob das richtige Kugeln wären. Zusätzlich habe ich dann noch hier die bei der Form mit den Kanten ausblenden. Mit dem Werkzeug habe ich diese beiden Kanten ausgeblendet und mit dem Linienstärke verändern Werkzeug habe ich dann hier die Linie etwas dicker aufgetragen und hier an diesen Stellen dünn auslaufen lassen. So als ob da eben noch frischer Schnee drauf liegen würde. Soweit zu den Kugeln. Aufbauen tut ihr das so, wie man einen Schneemann baut. Also zuerst die untere Kugel, dann die mittlere und dann den Kopf und dann die Arme. Dadurch verdecken die Kugeln sich dann entsprechend so, wie das, wie man das erwarten würde. Zu den Steinen hier für die Knöpfe und dem Mund gibt es nichts zu sagen. Ich empfehle euch, macht erst die Steine hier für den Mund und danach die Mohrrübe. In meinem Fall sieht man das hier, die Mohrrübe verdeckt einen Stein. Das ist auch okay. Denn später, wenn man die Mohrrübe bewegt, also vielleicht zur Seite biegt, dann wäre das ja auch ganz schön, wenn da noch der fehlende Stein dann sichtbar wird. Die Augen sind gar nicht gleich groß, das ist eigentlich gewollt. Das muss alles nicht perfekt sein. Zu dem Zylinderhut vielleicht noch gezeichnet habe ich den mit einem Oval, ungefähr so. Dann habe ich den leicht schräg gestellt. Ich
Ich mache mal hier keinen Farbverlauf, sondern einfache Farbe. Kein Farbverlauf, so. Und dann habe ich den mir kopiert, etwas nach oben geschoben und wenn ich die Alt-Taste drücke, dann wird das um den Mittelpunkt kleiner gemacht. Dann habe ich mir dies nochmal kopiert und so, dass ich also ja, ungefähr so hier diese Kreise hier habe. Und dann habe ich noch von hier nach hier das verbunden und hier genauso. Und dann habe ich hier diese Form, die entsprechenden Punkte markiert. Ich habe zuerst diese hier, die Kanten entfernt, also die hier und die hier. Und dann habe ich hier aus diesen Punkten eine Form erstellt. Wird dann diese Umrandung von dem Zylinderhut Form erstellen. Und hier habe ich dann auch wieder einen Farbverlauf genommen. Ich habe das so gemacht, dass ich die Ränder beide dunkel gemacht habe und den Farbverlauf von hier nach hier habe gehen lassen und dann sieht man, dass es hier so ein bisschen wie so eine zylindrische Rundung aussieht. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe hier und hier noch Punkte eingefügt und den Hut so ein bisschen eingedellt. Ich habe die dann hier noch gerundet. Und auch hier die Ecke so ein bisschen runtergezogen. Und diese Ecke hier auch so ein bisschen, so dass es so ein bisschen wie so ein alter Hut aussieht. Das war der Schneemann, also ich habe mir den hier einfach nur kopiert, damit ich da drin rumdemonstrieren kann. Und so sieht jetzt hier der Schneemann aus, den ihr in der Datei habt. Und als nächstes habe ich eine Skelettebene hinzugefügt und dann den Schneemann in diese Skelettebene hineingeschoben. Und dann kann man hier Knochen hinzufügen. Das habe ich gemacht. Ich habe einen dieser Querknochen, das ist der Basisknochen, den zeichnet man zuerst. Damit kann man den Schneemann dann anfassen und hin und her bewegen. Und an den, wenn der hier markiert ist, zeichnet man den nächsten Knochen, dann zeichnet man direkt anschließend den nächsten Knochen, den nächsten und den nächsten. Dann muss man wieder diesen Knochen hier markieren, dann zeichnet man den Arm, dann markiert man wieder diesen und man zeichnet den anderen Arm. Damit hat man hier so eine Knochenhierarchie, die notwendig ist, dass damit die Knochen, also wenn ich den Unterkörper bewege, dass die anderen alle eben entsprechend mitgehen und dass die Knochen eben miteinander verbunden sind. Und zuletzt wechselt man dann auf die, auf die Ebene, das springt dann immer wieder so zurück, wenn man
hier, also im Prinzip ist das dazu da, dass man hier ausprobieren kann, aha, funktioniert denn die Bewegung so, wie ich mir das wünsche, kann ich alles machen, sieht gut aus und dann schnappt er wieder in die Ursprungsposition zurück. Dann geht man auf die Ebene, wo wieder alle Punkte ansprechbar sind und dann wählt man zuerst den Knochen aus, der ist dann so rot und dann sagt man Punkte verbinden und dann wählt man die Punkte an, die man mit diesem Knochen verbunden haben möchte und dann sagt man Punkte verbinden und man geht also durch mit allen Punkten, die man hier hat und wenn man es richtig gemacht hat, dann das kann man immer wieder ausprobieren. Man bewegt also eins von diesen einen Knochen und schaut, ob man nichts vergessen hat. Also zum Beispiel hier die Punkte von den Knöpfen oder dem Mund, die Mohrrübe, all diese Sachen sollte man eben dann nicht vergessen haben. Und dann habe ich noch die den Boden gezeichnet und ich habe zwei Ebenen hier gezeichnet. Ich habe einfach ein Rechteck genommen und hier wieder mit den mit dem runden Werkzeug hier also so eine ganz leichte Wellenform reingebaut und ich habe hier die vordere Bodenebene habe ich wieder mit so einer mit so einem Verwischradius, also mit so einer leichten Unschärfe versehen. Und dann gibt es auch noch einen Himmel, wieder der dunkelblaue Verlauf. Und was ich noch gemacht habe, ist hier bei den Bodenwellen habe ich also einen Farbverlauf und einen Randverlauf. Randverlauf, da habe ich dann so ein ganz helles Blau gewählt und der Randverlauf funktioniert etwas anders als der normale Farbverlauf. Der ist immer genau gerade, hatten wir ja hier gesehen. Aber hier der Randverlauf schmiegt sich tatsächlich an diese Randlinie an. Ja, das war alles, was man hier zu sagen kann. Achso, die Animation funktioniert dann so, da geht man auf die Knochenebene und am Anfang und wie gehabt hier am Ende der auf dem 211. Bild sollten die Knochen wieder alle in der gleichen Position sein. Das erreicht man, indem man also auf einem Bild ist und jetzt, wenn ich hier den Knochen anklicke, dann hier so, dann fügt er hier also solche Schlüsselbilder ein und das macht man zuallererst, dass man die Startposition eben bei Bild 1 und bei Bild 211 hat und dazwischen kann man danach dann alle, also die Arme so ein bisschen ganz leicht nur hin und her bewegen oder eben auch den Knochen hier für die Nase. Das war's. In meinem Adventskalender zeige ich euch bis Weihnachten jeden Tag einen Tipp zu Moho 12. Viel Spaß dabei und ich freue mich auf eure Bilder hier oder auf Pinterest.